Hallo, Knusperkekse und Blubberärschchen. Wir spielen jetzt hier Witcher 3, und zwar an der Quest. Die Nilfgaardische Verbindung geht zur Taverne am Scheideweg. Allerdings habe ich hier einen Typ getroffen. Und mit dem will ich jetzt reden. Duble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Wie redest denn du hier mit dem Papa? Ist ja gar nicht höflich. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Na gut. Ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. So, eine neue Quest. Scheiterhaufen statt Begräbnis. Naja, das klingt ja eigentlich richtig gut. Das heißt, ich muss jetzt hier auf ehemalige Schlachtfelder und dort dann Leichen verbrennen. Wo finde ich die Quest? Denn Nebenquest Scheiterhaufen statt Begräbnis. In voller Stufe 3. Na, das ist doch genau mein Levelbereich. Das passt. Ich habe ja selbst Level 3. Und dann mache ich da jetzt mal einfach einen Abstecher hier. Wo ist denn der Wegpunkt? Das passt. Mach ich einfach mal einen Abstecher hier zu diesen Locations. So. Markiert habe ich mir die. Aha, okay, die wird mir zuerst angezeigt. Das ist aber auch jene, wo ich am nahesten dran bin. Das passt dann aber eigentlich auch. Nun werde ich jetzt hier einfach mal losreiten, hier mit Plötze. Und noch immer den Greifenkopf hier am Pferd. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Greifenkopf machen kann. Ich habe jetzt hier nämlich... Ich habe schon eine solche Trophäe ausgerüstet. Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Oh, sehen wir da vorne. Was haben wir denn da? Guten Tag. Tja, Bastard. Igni, und jetzt brennst du? Jawohl. Jawohl, schön genießen, während er brennt. Und jetzt gibt's von Papa, pam, auf die Fresse. What the fuck, den hat's zerrissen. Shit. Der ist einfach explodiert. Na gut, Öle? Eine Prise Igni. Oh, Igni. Nur das passt ja. Fort. Und da brennen sie. Aha, Motorhautblut, alles klar. Das sind garantiert Gegenstände, mit denen ich dann irgendwelche Tränke wiederherstellen kann. Ja, ich höre hier Hunde oder Wölfe, höre ich hier in der Ferne. Aber sonst sehe ich jetzt hier nichts mehr großartig zum Looten. Lass mir hier den Wildhund. Ratze, Fatze, wegmachen hier. Pam, verdammter Drecksköter. Hier, wir wollten Plötze erschrecken. Aber, das sagt der Papa? Nee. Also, ich lasse vieles hier mit Plötze machen. Aber erschrecken, da sagt der Papa beinhart. Nee. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich habe noch 160 Fuß in etwa bis zum nächsten Wegpunkt. Das laufe ich jetzt einfach mal. Bisschen Sport machen hier. Sport macht der Papa hier. So. Quer. Fällt ein. Läuft der Papa. Und jetzt geht's ihm am Arsch. Und deswegen wird er den Rest jetzt noch reiten mit Plötze. Na los, Plötze. Gib mal Gas hier. Gib mal Zeit zu, Plötze. Da waren gerade Hasen. Habt ihr die gesehen? Oh, das sind ja, die nächsten Monster. Absteigen. Oh, das sind mehrere. Fahrt, Igni, Bastard. Und bam, du bist tot. Auch du wirst mein Silberschwert zu Schmecken bekommen. Jetzt hat der Papa selbst einen Schlag abgekriegt. Aber da kann er nichts dafür. Und du kriegst jetzt hier einen Todesstoß noch. Komm her. Bam. Oh mein Gott. In die Hälfte gehackt, den Bastard. Okay, einer der Coole ist noch hier. Plötze, geh weg! Plötze! Was machst du denn, Plötze? Alter, der hat mich erwischt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh, du Krüppel. Igni, und du bist Geschichte. Du dummer Bastard. Hier hast du mir Plötze erschreckt. Die läuft hier ganz irre herum. Ganz verwirrt. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht aufsteigen. Scheiße, jetzt hänge ich hier auch noch im Baum. Fuck. Ja, komm, Plötze, spring mal.
Gott sei Dank. Langsam. So, jetzt wird abgestiegen und gelootet. Altes Fuchsele, jetzt müssen wir leider mal zu den Kadaverladen und müssen wir leider mal wohlerladen, Looterladen, da, die Viecherladen, die Kleinerladen, da. Wie unsere Kärntner Kollegen sagen würden. So, sind denn jetzt hier die Leichen zu verbrennen? Ach, da, seht mal. So, benutzen. Verbrenne die Leichen. Und jetzt Igni. Pom! Ach, zu geil. So, jetzt tun wir noch was für die Gesundheit und essen. Hier jetzt mal so einen Bratapfel. Dann werden wir auf Plätze aufsteigen und werden zum letzten Massengrab hier reiten. Ich muss mir aber auch angewöhnen, dass ich einfach ab und zu einfach eine Stunde lang meditiere. Denn Zeitdruck habe ich hier keinen. Das heißt, ich kann ja ruhig mal hier so ein paar Stunden zwischen den Quests auch einfach mal die paar Sekunden hier regenerieren, dann habe ich wieder volles Leben. Komm schon, Plätze, sagte der Geralt hier. Na gut. Schneller. Ich habe noch 230 Meter in etwa. Dann bin ich da. Und Plötze wollte unbedingt gegen diesen Baumstamm reiten, aber da sagte Papa, nee. Also du kannst ja vieles machen, Plötze, aber hier gegen Baumstämme reiten, nee. Und jetzt noch 100 Meter in etwa. 100 Meter. Der Geralt hier, der muss noch 100 Meter. Wo sind sie denn, die Tüpfelschießer? Da vorne. Lass sie uns killen. Oh, hilf mir! Alter, da ist ein Überlebender noch. Scheiße, einer lebt noch. Scheiße, einer lebt noch. Was soll das jetzt heißen? Freust du dich jetzt für den oder freust du dich jetzt nicht für den, dass der noch lebt? Scheiße, der lebt noch. Das klingt wie Massenmörder, der einen übersehen hat. Jawohl. Und Geralt, der hier mit dem Schwert. Oh, jawohl, unbesiegbar. Was haben wir denn? Da haben wir noch einen Gegner. Schau mal. Level 2 cool und. Pam! Pam! Kurzer Prozess hier gemacht mit dem Bastard. So. Schild war noch aktiv, habt ihr gesehen? Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Tja, passt, Alter. So, jetzt habe ich hier mit 22 Erfahrungspunkte gekriegt. Einfach nur, weil ich dem geholfen habe. Da hinten kann ich noch jemanden looten. Und das werde ich auch machen, denn ich kriege immer so Ghoulblut oder irgendwelche. Da habe ich jetzt Giftextrakte gekriegt. Und das brauche ich später garantiert, um irgendwelche geilen Öle herzustellen. Jetzt zünde ich hier noch die Leichen an und dann werde ich mal den Priester nochmal aufsuchen. So, Igni. Nee, nicht Quen, Igni. Und Fatz. Kehre zum Priester des ewigen Feuers zurück, sagt mir die Quest. Gut, dann werden wir das mal machen. So, Plötze, komm mal hier zum Papa und lass mal gemeinsam jetzt hier zum Questpunkt reiten. 600 Meter, das ist ja nicht allzu weit entfernt. Nicht mal ein Kilometer hier. Mit der Plötze ist ja das ja richtig schnell hingelegt. So. Ah, jetzt wird hier langsam dunkel. Ah, wunderschön, wenn die Sonne untergeht. Also so gut gemacht, grafisch das Spiel. Ganz, ganz schönes Spiel. Aha, was haben wir denn hier jetzt noch? Das ist aber schlimm. Ein neues Dörfchen. Ein neues Dörfchen? Langsam. Und da haben wir so ein Schlachtbrett und da wieder Papa mal drauf gucken. Pam, 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 alles nehmen. Passt. Nicht erkundete Orte. Die sind jetzt garantiert auf der Map eingetragen und dann neue Quest. Wildes Herz. Wildes Herz. Wildes Herz.
Mache ich jetzt aber nicht. Jetzt mache ich hier mal Kehre zum Priester des ewigen Feuers zurück. Da bin ich nur noch 300 Meter und dann habe ich die Quest hier abgeschlossen und hoffe, dass mir der Priester hier richtig fette Kohle gibt, die der Papa sich auch verdient hat, nachdem er hier die ganzen Ghule geschlessert hat und die Leichen verbrannt hat. So. 180 Meter. Plötze rammt hier jeden Baum, den es gibt im Spiel. Aber wirklich absolut das ja. Shit, das schenke ich hier schon wieder. Ah, Plötze, du verdammtes Drecksvieh. Jetzt reite doch da mal einfach durch. Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Alter Schwede. Wo ist denn der Priester plötzlich hin? Die Stimme noch 70 Meter? Das muss ja, das war ja auch mal ein Schlachtfeld. Hier sieht's ja aus wie Sau. Wir sollen mal alle aufräumen hier. Aber nicht der Papa. Der Papa, der räumt nämlich nicht mal seine Wohnung auf. Ah doch, muss ich. Sonst sieht sie nämlich aus wie Sau und dann kommen wir die Weiber nicht mehr herein. So, da vorne ist der Priester. Und da werden wir jetzt einfach mal, nachdem ich rechne damit, dass die Aggro werden können, deswegen schmeiße ich mir da jetzt schon mal ein Schild drauf und dann werde ich mit dem Priester des ewigen Feuers reden. So. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Ja, will ich das wissen. Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch, Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? Spenden einsammeln nämlich. So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Warum nicht? Abgemacht. Nimm dies. Und geh mir aus den Augen. Ja. Was hab ich denn jetzt gekriegt? 45 Erfahrungspunkte gekriegt? Das passt mal. Und wo? 60 Kohlen. Ja, das war richtig Fettkohle. Nice. Scheiterhaufen statt Begräbnis. Quest abgeschlossen, sagt du mir. Naja, und das bedeutet dann für dieses Video. Okidoki, Knusperkekse und Blubberärschchen, herzlichen Dank, dass ihr euch mein Let's Play angesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr den hattet, dann abonniert meinen Kanal. Wenn ihr sagt, hey Papa, hey, du bist ja bestechlich und du nimmst dir hier lieber die Kohle, statt den Leuten zu helfen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Tja, wenn ihr das denkt, dann hilft da nur eines, nämlich abonniert meinen verdammten Kanal. Wie auch immer euch entscheidet, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.